Oh hey da, was geht ab Leute? Hunger? Höhen-Event läuft. Wir waren vorhin live, haben gewartet auf das Event und davor haben wir noch den Schlüpfmarathon ausgenutzt, haben ein bisschen geschüttelt mit dem Handy. Mehr dazu in dem Video demnächst. Da werde ich ein bisschen was zum Adventure Sync Feature erzählen und wie man mit Schütteln Kilometer machen kann und Eier brüten kann, ohne sich zu bewegen. Aber mehr dazu demnächst. Jetzt erstmal, Event läuft. Wir haben auf die Boxen gewartet. Die waren nicht am Start, sind aber jetzt am Start. Die schauen wir uns genau an. Spezialbox, die kleine Box, die meistens an sich nicht so interessant ist, aber für Leute, die nicht so viele Münzen über haben. Zwei Inkubatoren, drei Raid-Pässe, 10 Ananas und 3 Sternstücke. An sich Boxen sind immer gut, man spart immer Geld, weil 3 Raid-Pässe sind schon mal 300 und zwei Inkubatoren sind schon mal 300. Sprich 600 und dann Sternstücke und so ein bisschen extra noch. Aber an sich, mich interessieren natürlich immer nur die großen. 3 Super-Inkubatoren für die mittlere. 4 Glückseier, 5 Raid-Pässe und 2 Module. Naja, solide, aber nichts allzu Besonderes. Wir schauen uns an, die große Box, Ultra-Box. Die ist natürlich für alle immer interessant. Schauen, casht man jetzt rein, haut man jetzt ordentlich rein oder doch nicht. Und das Feedback bisher, was ich so mitbekommen habe, die sind nicht so begeistert von der Box. Acht mal Rauch. Rauch ist eines der wenigsten uninteressantesten Sachen, Items. 12 Super-Inkubatoren und 8 Raid-Pässe. 10 Sternstücke. Ich meine, schlecht ist es natürlich nicht, weil 12 Inkubatoren und 8 Raid-Pässe. Aber der Oberarm ist es natürlich nicht und wie gesagt, Rauch interessiert an sich die wenigsten Spieler, wobei Rauch an sich eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wäre jetzt gut zu wissen, was aus den 7ern kommt für besondere Höhen-Pokémon und ob sich das Brüten lohnt. Weil an sich brüte ich ohne Staubbonus nicht. Da spare ich mir meine Inkubatoren lieber auf. Vor allem haben wir es ja gesehen, wie selten die guten Klassen-Pokémon sind aus den Eiern. Mit Mamfaxo und Klingplim heißt er so, ich glaube schon. Und Alter, den anderen habe ich nicht mal gebrütet bisher. Mantyrps, Riolo auch. Ein, zweimal, zweimal jetzt, dreimal. Nee, eins war aus dem 10er, zweimal. Also, ob sich das so lohnt für die besonderen 7er? Naja, wobei bei mir läuft es in letzter Zeit. Checkt das Video von gestern ab, da habe ich nochmal was Klasses gebrütet. Aber eure Meinung zu den Boxen, vor allem zu der großen Box, unten in die Kommentare. Boxen an sich sind nicht schlecht, aber natürlich können Boxen schlechter sein als andere Boxen. Aber gesamt, wenn man die einzeln kauft, dann ist es natürlich immer besser als Box. Müsste es neue Sachen im Shop geben, aber das ist, glaube ich, noch nicht aktiv. Aber was aktiv ist, ist die neue Attacke für Kapilz. Und den haben wir auch direkt im Livestream entwickelt. Das blende ich euch mal jetzt ein. So, hier. Das ist mein 100er. Knilz. Und wenn ich den jetzt entwickle, dann kriegt er eine besondere Attacke. Digga, ich hab Angst. Ich hab Angst, weil die anderen Sachen noch nicht da sind. Ich muss erst von irgendjemandem sehen, der den schon entwickelt hat. Ich vertraue der Antik nicht, Mann. Aber Tage sind noch nicht da, Klamotten, Boxen sind auch noch nicht da. So. Und los. Gauchler, Grass Knot, Kapilz, hoher Angriffswert, aber steckt halt nicht viel ein. Ja, dich. Was kann der? Genauso. Ja, irgendwann wird er noch gemaxt, während des Events auf jeden Fall noch. Kapilz mit der neuen Attacke, guter Pflanzenangreifer. Kapilz allgemein hat einen hohen Angriffswert, steckt halt nicht so viel ein. Deswegen hohe DPS, aber Total Damage Output nicht ganz so hoch. Der Kollege Noah hat einen Artikel dazu geschrieben, verlinke ich mal. An sich ist Kapilz nicht schlecht, entweder Kampf oder jetzt Pflanze. Und passen sogar gegen Kyogre und Groudon effektiv. Man kann sich auf jeden Fall einen machen, vor allem ist es halt ein Event-Move und für Sammler oder sowas möglicherweise interessant. Aber er ist jetzt nicht der überklasseste neue Pflanzenangreifer, das auf jeden Fall nicht. Und wenn wir schon über Groudon und Kyogre Konter gehen, schauen wir uns die direkt mal an. Beide sind gleich, das heißt IV, WP sind gleich, identisch. Was natürlich sehr praktisch ist, da muss man sich nur einmerken. Und zwar 23,51. Seitdem die das letzte Mal da waren, gab es ja eine WP-Änderung. Jetzt ist 23,51 100% oder mit Wetterboost 29,39. Ich hatte das Glück, ich hatte sowohl Kyogre als auch Groudon ohne Wetterboost. 100%. Vielleicht kriege ich noch ein paar. Ich habe auch beide 96.
Also ich habe 100er jeweils und einen 96er Max. Aber man kann nie genug haben. Vor allem Kyoge, 6er Team Kyoge. Da kann man ein paar Raids solo machen. Und seitdem die das letzte Mal da waren, wurde auch die Effektivität verstärkt. Das heißt, jetzt kann man sie sogar zu zweit schaffen. Aber extrem schwer natürlich und nur mit Wetterboost. Also nicht so leicht wie Heatran. 3 sind solide und 4 sind im grünen Bereich. Top-Konter gegen Godon. Also Godon ist Boden, Top-Konter Wasser, Pflanze und Eis. Wasser natürlich Kyoge oder wie gesagt Pflanze Kapilz. Abgesehen davon Gyarados oder Impagato mit der CD-Attacke Aquahaubitze. Oh ja, der ist auch auf Platz 3. Mewtwo mit Eisstrahl, okay. Alola Kokowai und Roserade. Roserade nicht zu unterschätzen. Gegen Kyoge. Kyoge ist Wasser, Pflanze und Elektro. Elektro haben wir, Raikou. Und neu, den gab es beim letzten Mal nicht, Elewoltek. Dann natürlich Zapdos und den gab es auch beim letzten Mal nicht. Shinux, die letzte Entwicklung, habe ich leider noch nicht. Mewtwo mit der Donnerattacke. Dann Bisasflor wird hier auch noch vorgeschlagen. Und nicht vergessen Leute, Groudon kann Solarstrahl. Das zerstört eure Wasserkonter. Und Kyoge kann Blizzard. Das zerstört eure Pflanzenkonter. Nicht vergessen. Ich drehe hier die Infos und das Video Stück für Stück. Immer wenn neue Sachen bekannt sind, dann wird das direkt ins Video genommen. Ja, und was so bekannt bisher? Erhöhte Spawns, unter anderem Knackleon und Formion. Und dann natürlich die Shinies, Zigzags und Schwalbini. Ich habe auch erste Berichte von Zuschauern bekommen, die bereits einen Shiny davon haben. Knackleon für mich sehr interessant, weil ich brauche noch einen Lucky. Shinies wie gesagt, Zigzags, Schwalbini und jetzt bestätigt 100% Groudon, Shiny. Davor war es ja nur vom Support bestätigt, aber dem kann man nicht 100% glauben. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt Shiny Groudon ist am Start. Gönnt euch ein Shiny Groudon. Viel Glück, viel Erfolg. Dann neue Raids. Die sind auch recht interessant. Erstmal Einsatz Türlicht, Wingull, Shuppet, Minun und Plusle. Und die gibt es natürlich alle Shiny, so wie immer. Was schade ist, weil möglicherweise ist Shinox weg, aber die Liste könnte noch nicht vollständig sein. Zweier. Entwicklung von Flamly, Gekkabor, Hydropi, Zubiris, Flunkiefer und Kirlia. Dann Dreier, Lunastein, Sondfell. Der ist neu, den werde ich auf jeden Fall solo machen. Wobei jetzt Dreier Solos sind nicht mehr so spannend. Eher die Vierer. Aber Klebutak ist auch neu. Den auch natürlich. Und Lepumentas ist zurück. Aber gegen den hatte ich meine Revanche schon. Der interessiert mich nicht mehr. Vierer, Absol ist zurück. Da brauche ich auf jeden Fall noch Lucky. Den werde ich auch jagen. Metagross, sehr interessant. Eure Meinung zu Metagross unten in die Kommentare. Kann natürlich nicht die Seed-Attacke. Aber Bonbons, wobei, der kam jetzt auch schon so oft. Braucht man die Bonbons wirklich? Ist er so cool? Dann noch Stolos und Tangulist. Und dann Fünfer, Groudon und Kyoge. Auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Nicht nur Kyoge und Groudon. Werde auch noch ein paar andere Raids machen. Ich bin gespannt auf die Raids. Jetzt warte ich noch auf Infos für die Quest und was in den Eiern ist. Okay Leute, ist der nächste Morgen. Wir haben mehr Informationen und die Sachen sind im Shop. Die schauen wir uns doch mal genauer an. So, erstmal diese Mütze. Oder Bandana, was auch immer. Kopfbedeckung. Team Aqua. Das sieht echt, das finde ich sieht gut aus. Dann haben wir noch das hier. Der Team Magma Hoodie. Ja, sieht okay aus. Aber das gefällt mir besser. Handschuhe, alles klar. Antic, nimmt mein Gold, Alter. Nimmt mein Gold. Oh mein Gott. Habe ich überhaupt genug Gold für das ganze neue Outfit? Ich hoffe doch. Und Socken. Oh Mann. Es gibt sogar neue Socken. Also, keine Ahnung, Strumpfhose, was auch immer. Zählt aber hier auch als Socken. Und Schuhe natürlich. Schuhe natürlich auch. Alter, mein ganzes Gold. Und der Gürtel passt gar nicht dazu. Egal. Und die Handschuhe. Und, oh mein Gott. So laufen wir rum. Alles gemischt. Oh, und das hat über 1000 Gold gekostet. Alles klar, Niantic. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Informationen. Zum Beispiel, was alles aus den 7ern brütet, schlüpft und muss sagen, für mich leider nichts Interessantes. Unter anderem dabei Absol, Flunkiefer und den Kader. Tarnel, Barsha und Anubis auch, aber die sind nicht mal erwähnenswert. Event Quest gibt's nur 3. Entwickle 3 Wampel und du kriegst einen Knackleon. Das ist für mich persönlich interessant. Und 546 wären 100%. Dann für Brüte 2R kriegst du einen Nasknet. 425 WP, 100er. Aber Nasknet. Und fange 10 Zigzags oder Schwalbini für 1000 Staub.
Das ist auch nicht schlecht. Und es wurden jetzt auch die Quests herausgefunden für den Barstrike Quest Day. Werfe so und so viele großartige Würfe, werfe so und so viele gute Würfe, brüte ein Ei und dann laufe ein Bonbon mit deinem Buddy. Aber das war's, Leute. Alle Informationen zum neuen Event. Geht's raus und gönnt euch ein paar Kyogre und Golden Raids oder was von den anderen Raids, falls ihr was braucht. Jagt ein paar Knackleon, so wie ich. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.